Und was will er uns damit sagen? Tja, also für mich ist das offensichtlich. Er stellt die Mittelmeerüberquerung von Roland-Garros dar. Die Balkankriege will ich Ihnen übersetzen. Das ist etwas kompliziert und Sie sind nicht hell genug in der Birne. Im Februar treten Bulgarien, Serbien, Griechenland und Montenegro, unterstützt durch Russland, in den Krieg gegen das Osmanische Reich ein. Im Mai gehen diese Länder als Sieger aus dem Konflikt hervor und teilen sich Mazedonien auf, ein Gebiet mit bewegter Geschichte, bevölkert von Türken, Griechen, Serben, Bulgaren, Rumänen und Albanern. Im Juni greift Bulgarien seine ehemaligen Verbündeten an, die wiederum Hilfe von der Türkei und von Rumänien erhalten. Im August und September unterzeichnen die Kriegsparteien, die Türken, die Bulgaren und so weiter, Friedensverträge, die niemanden zufriedenstellten, und man befürchtete neue Zusammenstöße zwischen Türken, Griechen, Serben, Rumänen, Albanern und Bulgaren. Okay, das reicht ja.